Am Donnerstagnachmittag musste die Feuerwehr die Drehleiter der hauptamtlichen Wache auf der Frankfurter Straße im Kreisverkehr am Schleif München in Stellung bringen. Die vom Deutschen Wetterdienst angekündigten Windböen bis 55 km/h, das entspricht der Stärke 7, hatten ausgereicht, um einige Äste einer alten Eiche in der Mitte des Kreisverkehrs abzubrechen. Diese hatten sich in anderen Ästen verfangen und drohten nun während der Rush-Hour auf die Fahrbahn zu fallen. Das Problem war durch ein paar Handgriffe innerhalb weniger Minuten gelöst. Der Verkehr konnte währenddessen fast ungehindert weiterfließen.